Willkommen zur Lektion Arbeitssicherheit. Ich darf Ihnen heute über die ÖVE-ÖNorm EN50 110 Teil 1 Anwendung in der Praxis des Netzbetriebes berichten. Mein Name ist Andreas Abart, bin Betriebsleiter bei Netz Oberösterreich, habe dort 9000 Transformatorstationen, ebenso viel Kilometer Mittelspannungsleitungen und 24.000 Kilometer Niederspannung und ein bisschen Hochspannung noch zu verantworten. In unserer Branche sind die Netzbetreiber auf Ebene Österreichs Energie im regen Austausch zu den Themen der Arbeitssicherheit wie auch anderen. Und deswegen haben wir heute hier also die Österreichs Energiepräsentation. Ich darf Ihnen die praktische Anwendung der EN50 110 an einem visualisierten Beispiel mit dem Netztechniker Franz und dem Partieführer Karl näher bringen. Die beiden werden entsprechend den Vorgaben der EN50 110 für die geplanten Arbeiten im spannungsfreien Zustand die 5 Sicherheitsregeln anwenden, um diesen spannungsfreien Zustand gesichert herzustellen. Der Arbeitsauftrag für den Partieführer Karl ist es, bei der Station A im Bild Mitte rechts die Durchführungen und Überspannungsableiter und das Fenster im oberen Bereich der Station zu tauschen. Wir sehen hier im Detailfoto die Überspannungsableiter und oberhalb die Durchführungen durch dieses Plexiglasfenster, das also bei diesem Arbeitsauftrag zu tauschen ist. Der Partieführer Karl und seine Mitarbeiter treffen vor Beginn der Arbeiten, um 7.45 Uhr kommen wir jetzt, den Netztechniker Franz. Und der Netztechniker Franz ist im Auftrag des Anlagenbetreibers zuständig für diese Leitungsabschnitte und die Transformatorstationen. In meinem Fall als Betriebsleiter bei der Netz Oberösterreich bin ich entsprechend der EN50 110 als Anlagenbetreiber nominiert und habe den Netztechnikern, wie in diesem Beispielfall dem Netztechniker Franz, die Zuständigkeit für eine bestimmte Anzahl von Transformatorstationen und Leitungsabschnitten übertragen. Die Freischaltung für diese im Bild ersichtlichen Leitungsabschnitte. Wir sehen im linken Bereich des Bildes einen Lasttrenner auf einem Mast installiert, einen sogenannten Mastschalter. Hier wird also von einer Seite freigeschaltet werden und von der anderen Seite schalten wir in der Station B frei, sodass dann die Station A spannungslos sein wird. Das Einlinienschaltbild im unteren Bereich der Folie zeigt die bespannten Leitungen rot unterlegt. Wir sehen, beide Transformatoren der Stationen A und B sind versorgt und wir haben also noch einen normalen Zustand. Der Netztechniker Franz weiß aus den Vorbereitungen, dass er den Partieführer Karl heute hier treffen wird, dass dieser eine Elektrofachkraft mit Anlagenkenntnis ist und dass er auch für seine beiden Mitarbeiter die Arbeitsverantwortung übernehmen wird. Der Netztechniker Franz teilt der Netzleitstelle nun mit, dass er einsatzbereit ist für die geplante Schaltung um 7.50 Uhr. Um 7.50 Uhr meldet sich die Netzleitstelle beim Netztechniker, um nun also die Schaltung durchzuführen. Und wir sehen jetzt eine kurze Videosequenz, wie ein solches Schaltgespräch von der Netzleitstelle mit dem Netztechniker geführt wird. Hier gibt es ganz, ganz genaue Vorgaben, Sprachregelungen. Jeder Schritt dieser Schalthandlung wird vom jeweiligen Gesprächspartner bestätigend wiederholt. Im gegebenen Fall eines Missverständnisses wird er korrigiert und noch einmal wiederholt, sodass also hier Fehler bestmöglich vermieden werden. Sammelauftrag zur Freischaltung 30 kV Leitungsstück Langwies bis Langwies-Leirich, einschließlich VE. Jawohl, übernimmt den Sammelauftrag Abschaltung 30 kV Leitungsstück Langwies Richtung Leirich, einschließlich Weitergabe der VE und Rückmeldung an Leitstelle. Korrigiere, es muss heißen 30 kV Leitungsstück Langwies bis Langwies-Leirich. Ich wiederhole. Abschaltung 30 kV Leitungsstück Langwies bis Langwies-Leirich und alle Maßnahmen zur Erteilung der VE und Rückmeldung an die Leitstelle. Richtig durchführen.
Marco, du kriegst von mir einen Schaltaufdruck. Trafostation Langwies, 30 kV, Lasttrenner Richtung Langwies-Leirich aus und Erdungstrenner ein und sicher gegen Wiedereinstieg. Ich wiederhole, ich kriege einen Schaltaufdruck. Trafostation Langwies, Abzweig Langwies, 30 kV Abzweig Langwies-Leirich. Losschalten aus, Erdungsschalter ein und gehen wieder einschalten, sichern. Ja, alles richtig, bitte durchführen. Meldung, Lied, 755, Trefferstation Langwies, 30 kV Abzweig Langwies, Leirich. Der Netztechniker Franz hat also nun von dem Schaltauftragsberechtigten in der Netzleitstelle die Verfügungserlaubnis für diesen Abschnitt vom Mastschalter bis zur Station B einschließlich der Stichversorgung der Station A inklusive des Setzens der Sicherungsmaßnahmen an den Ausschaltstellen erhalten. Er hat den Auftrag, den Lasttrenner in der Station B auszuschalten. Das tut er auch hier und wir sehen jetzt, dass der Lasttrenner hier geöffnet ist. Noch ist alles bespannt, weil wir zuvor von der Netzleitstelle aus über ferngesteuerte Schalter eine Ringschlussverbindung aufgebaut haben. Franz erhält nun den Auftrag, dass er zu diesem Mastschalter hinüberfährt und diesen ebenfalls öffnet. Der Lasttrenner wird geöffnet. Nun sind auf beiden Seiten die Trenner geöffnet und wir sind in diesem Abschnitt spannungslos. Der Netztechniker Franz hat also nun die erste der fünf Sicherheitsregeln erfüllt, nämlich das allseitige Freischalten des für die Arbeiten vorgesehenen Netzabschnittes. Weiters hat Netztechniker Franz Schilder angebracht, die kennzeichnen, hier wird gearbeitet, nicht schalten. Das zeigen also diese Symbole des Schaltverbotes. Hier an, dort steht auch sein Name und bis wann gearbeitet wird. Dadurch ist die zweite der fünf Sicherheitsregeln gegen Wiedereinschalten sichern erfüllt. Inzwischen hat der Partieführer Karl sich bereits vorbereitet. Wir sehen ihn hier, ist er den Mast hinaufgestiegen mit einem Spannungsprüfer. Er steigt nur so weit hinauf, dass er nicht in die Annäherungszone eindringt. Damit wird jegliches Risiko in dieser Arbeitssituation vermieden. Mit dem Spannungsprüfer stellt der Partieführer Karl nun die Spannungsfreiheit fest, indem er von seiner Position aus den Spannungsprüfer an die Leitung heranführt, mit der Leitung Kontakt bekommt und an der Anzeige des Spannungsprüfers erkennen kann, ob Spannung anliegt oder nicht. Er stellt fest, es ist also keine Spannung vorhanden. Man sieht also hier im Schaltbild auch den Spannungsprüfer mit dem Erdspieß verbunden, um also hier ein Potenzial auf der Leitung messen zu können. Partieführer Karl hat nun die Spannungsfreiheit festgestellt und damit die dritte der fünf Sicherheitsregeln erfüllt. Der nächste Schritt ist das Anbringen der Sicherheitsmaßnahmen an den Ausschaltstellen, nämlich das Erden und Kurzschließen. Wir sehen im Bereich der Transformatorstation B, dort ist ein Erdungstrenner eingebaut. Dort wurde jetzt der Schalter dieses Erdungstrenners, dieser Trennschalter, wurde geschlossen. Hier ist er noch offen. Wir sind zwar spannungslos, aber noch nicht geerdet. Der Erdungstrenner wird nun geschlossen. Und wir sehen hier gelb unterlegt diese Erdungsverbindung. Und ebenfalls in der Station A hat der Netztechniker Franz den Erdungstrenner eingelegt und der Partieführer Karl hat, wie wir auf dem Mast sehen können, inzwischen die Erdungsgarnitur, nachdem er ja vorher Spannungsfreiheit festgestellt hat, angebracht, eine Vorrichtung zum Erden und Kurzschließen angebracht und hat damit auch hier über diese mobile Erdungsgarnitur verbunden mit einem Erdspieß die vierte der fünf Sicherheitsregeln an der Ausschaltstelle erfüllt. Damit sind wir mit den Sicherheitsmaßnahmen an den Ausschaltstellen fertig und nun kann der nächste Schritt erfolgen. Jetzt erteilt der Netztechniker Franz dem Partieführer Karl die Verfügungserlaubnis. Das heißt,
dass nun in diesem Anlagenzustand mit allen Sicherungsmaßnahmen der Netztechniker unterrichtet den Partieführer über alle Umstände dieses Netzabschnittes. Aber das bedeutet, dass nun dieser auch die Anlagenverantwortung für diesen Bereich übernimmt. Der Netztechniker Franz wird nun den Ort verlassen, zu einem anderen Einsatz fahren, nachdem ja die Verfügungserlaubnis übergeben ist, die Anlagenverantwortung nun beim Partieführer Karl liegt, wird er vor Ort nicht mehr gebraucht. Wer denkt, jetzt könnte zu arbeiten begonnen werden, liegt falsch, denn wir müssen als nächstes noch an der Arbeitsstelle Sicherheitsmaßnahmen vornehmen. Die Arbeitsstelle ist im Bild hier mit einem roten Kästchen eingezeichnet, an der Station, wo, wie zuerst gezeigt, ja die Durchführungen, das Fenster und die Überspannungsableiter erneuert werden müssen. Was tun wir als erstes wieder? Wir gehen um eine der Sicherheitsregeln zurück, nämlich wiederum auf Spannungsfreiheit prüfen. Partieführer Karl nimmt hierzu den Steiger, fährt in Richtung, aber noch in sicherem Abstand, der Leiterseile mit dem Spannungsprüfer hinauf und stellt fest, hier liegt also keine Spannung mehr an und kann im nächsten Schritt auch hier noch die vorgesehene mobile Vorrichtung zum Erden und Kurzschließen anbringen, die also wieder mit allen drei Leiterseilen hier verbunden wird, mit einem Erdspieß in der Erde verbunden ist und sehr wichtig ist auch diese Verbindung hier gezeigt zwischen der Erdungsanlage der Transformatorstation, wo ja der Erdungstrenner auch eingeschalten wurde, und hier jetzt der Erdspieß mit der Erdungsanlage verbunden ist. Nun sind alle Sicherheitsmaßnahmen an der Arbeitsstelle ebenfalls durchgeführt und der nächste Schritt ist die Durchführungserlaubnis. In diesem Ablauf ist vorgesehen, dass der Anlagenverantwortliche, der ja jetzt diese Sicherheitsmaßnahmen selbst gesetzt hat oder setzen hat lassen in seiner Verantwortung, dem Arbeitsverantwortlichen diese Erlaubnis zur Durchführung der vorgesehenen Arbeiten erteilt. In unserem Fall, wie so oft, ist das dieselbe Person. Der Partieführer Karl hat ja die Anlagenverantwortung erteilt bekommen mit der Verfügungserlaubnisberechtigung und ist gleichzeitig auch arbeitsverantwortlich für seine zwei Kollegen. Trotzdem muss er sich im ersten Schritt zunächst um die Sicherheitsmaßnahmen kümmern, um sich dann selbst die Erlaubnis zur Durchführung zu erteilen, um sich dann um die nächsten Schritte, die jetzt kommen, wer denkt, dass wir jetzt zum Arbeiten kommen, liegt noch einmal falsch, um die nächsten Schritte dann getrennt von dieser sehr verantwortungsvollen Tätigkeit des Setzens der Sicherheitsmaßnahmen weiterzukommen. Dieser nächste Schritt ist die Unterweisung. Partieführer Karl muss also nun seine beiden Kollegen über alle Umstände dieses Arbeitsvorhabens informieren, über alle Gefährdungen, die er sich zuvor beim Setzen der Sicherheitsmaßnahmen auch noch einmal angesehen hat, unterweisen. Unterweisen ist ein sehr wichtiger Prozess, weil derjenige, der die Unterweisung macht, in der Lage ist, Gefahren auch zu erkennen, während unterwiesene Personen diese Gefahren aufgrund ihrer Unterweisung nur verstehen zu vermeiden. Ganz ein wesentlicher Teil dieser Unterweisung ist auch, Partieführer Karl muss sich als Arbeitsverantwortlicher überzeugen, dass seine beiden Kollegen auch verstanden haben, was er in der Unterweisung gesagt hat. Er muss also berücksichtigen, was haben die Kollegen für einen Erfahrungsstand, wie ist ihr Zustand am heutigen Tag, sind sie voll einsatzfähig, wenn nicht, muss er darauf Rücksicht nehmen und die Arbeit entsprechend anders einteilen. Erst dann, wenn er sich vergewissert hat, dass alle Punkte der Unterweisung verstanden wurde und alle Mitarbeiter einsatzbereit sind, dann erfolgt die Freigabe zur Arbeit und jetzt können die geplanten Arbeiten, etwa eine Dreiviertelstunde nach Freischalten der Leitung, durchgeführt werden. Etwa 2 Stunden später, nun sind die Arbeiten fertig. Alle Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Arbeitsstelle und Ausschaltstellen sind noch aufrecht. Wir sehen die entsprechenden Vorrichtungen zum Erden und Kurzschließen sind alle noch angebracht. Die Station A ist nach wie vor nicht mit Spannung versorgt. Es ist aber nun an der Zeit, die Versorgung dort wieder herzustellen, die Station wieder einzuschalten.
Dazu brauchen wir natürlich wieder den Netztechniker Franz. Er ist planmäßig um 10.40 Uhr zur Stelle und die Sicherheitsmaßnahmen an der Arbeitsstelle wurden bereits vom Verfügungserlaubnisberechtigten und Arbeitsverantwortlichen Karl entfernt. Und nun müssen die Sicherheitsmaßnahmen, nämlich die Erdungstrenner und auch die mobile Vorrichtung zum Erden und Kurzschließen im Bereich des Mastes noch entfernt werden, bevor wir wieder zuschalten. Denn ansonsten hätten wir ja einen Kurzschluss. An dieser Stelle übernimmt jetzt der Netztechniker Franz vom Partieführer Karl auch die Verfügungserlaubnis wieder zurück. Damit endet die Anlagenverantwortung, die ja der Partieführer Karl übernommen hatte. Und damit liegt die Verantwortung wieder beim Netztechniker. Der Netztechniker Franz geht in die Station A, in die Station B und schaltet also die Erdungstrenner wieder aus und damit sind wir bereit, auch wieder einzuschalten. Mit dem Einschalten des Mastschalters, dort ist ein Lasttrenner installiert, und des Lasttrenners in der Station ist nun der Versorgungszustand wiederhergestellt. Auch das alles erfolgt wieder, wie zuvor gezeigt, mit Schaltgesprächen in Abstimmung mit der Netzleitstelle. Wir haben damit nun den gesamten Arbeitsablauf, die Vorbereitung, das Setzen der Sicherheitsmaßnahmen an den Ausschaltstellen und an der Arbeitsstelle, den Ablauf der Übergabe der Verfügungserlaubnis an den Partieführer, der eben dann im Anschluss an der Arbeitsstelle, an der Station A, die entsprechenden Maßnahmen gesetzt hat. Er hat die Anlagenverantwortung übernommen, gesehen und auch wieder die ganz genau definierte Rückabwicklung dieser Zustände. Bei strikter Einhaltung und gemeinsamer Definition und Einhaltung dieser gemeinsamen Definitionen der EN 50110 werden Fehler bestmöglich vermieden. Ich darf Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken, wünsche Ihnen, dass, wenn Sie in die Situation des Arbeitens an elektrischen Anlagen kommen, sich an die 5 Sicherheitsregeln gut erinnern können, wenn Sie Arbeitsverantwortung haben, dass Sie diese entsprechend verantwortungsbewusst tragen und dass Sie immer aufmerksam für alle Umstände sind und unfallfrei arbeiten können. Danke.